Hey Leute, ich bin's Benny von Aquapurist, eurem Online-Shop für natürliche Aquaristik. Und heute erzähle ich euch was über die Kreuzung von den Orange und den Red Fire Garnelen. Also beides Neocaridina. Eine Red Fire war so ziemlich die erste, sag mal, bunte Garnele im Hobby. Also die typische Rückenstrichgarnele gibt es ja in verschiedenen Farbschattierungen. Und wenn diese Farbschattierungen eben auch Rottöne enthalten, dann sind wir da schon bei der Red Fire. Also da haben wir irgendwie was Gestreiftes, ja, deswegen auch das Flammen-Fire-Muster irgendwie. Und da hatte ich ein Becken, was ich neu angesetzt habe. Und ich vermute, dass ich mit dem Moos mir entweder eine Orange oder eine Orange Really, da bin ich mir nicht ganz sicher, jedenfalls aus dem Orange-Komplex, sage ich jetzt einfach mal, eine Garnele damit reingekriegt habe. Können auch zwei gewesen sein, aber ich gehe jetzt erstmal von einer einzigen aus. Ich vermute, dass es ein großes Weibchen war, denn ich habe jetzt relativ uniform ein paar kleine, Jungtiere in dem Red Fire Becken gefunden, die eben eindeutig orange Einfluss haben. Genau, und da kann ich jetzt mal sagen, dass ich das, wie gesagt, nicht absichtlich gekreuzt habe, aber diese ganzen Kreuzungsexperimente sind natürlich immer spannend für uns. Teilweise absichtlich gemacht, habe ich auch schon verschiedene Videos schon, können wir mal hier oben verlinken. Da geht es natürlich darum, wenn ich diese absichtlich zusammensetze, wie entwickelt sich das dann weiter? Also kriege ich dann irgendwelche wunderschönen Tiere bei raus? Kriege ich ganz viele Transparente oder irgendwas dazwischen? Und in diesem Fall sind wir tatsächlich relativ dazwischen. Ich würde sagen, man kriegt relativ viele transparentartige, also Naturfarben. Ich meine, die Red Fire sind ja an sich schon relativ hell, relativ transparent mit eben diesem Fire-Muster. Und wenn ich das Ganze mit Orange oder Orange Really kreuze, kriege ich halt trotzdem noch relativ viel Naturfarben. Ja, oder eben noch transparenter, noch weniger als Naturfarben quasi dabei raus. Aber eben auch Tiere, die dann so einen Orange-Einschlag haben, häufig ja, Flächen am Kopf und am Schwanz, irgendwie sowas. Das wäre jetzt typisch für Really. Aber auch mit der normalen Orange würde mich das nicht wundern, wenn das genauso ausfallen würde, dass ich eben einzelne Flecken im Prinzip kriege. Die Garnele an sich, natürlich ist es weiterhin eine ganz normale Neocaridina, Garnele, die auch die gleichen Eigenschaften insofern hat, aber es ist jetzt nicht, dass dann ein Farbwunder zu erwarten ist, dass da irgendwas ganz Neues bei rauskommt. Das ist aber bei so ziemlich allem so, was man mit Red Fire kreuzt. Die Red Fire wurden ja weiter dann selektiert und sind dann quasi zu den Red Sakura geworden, indem das Rot immer weiter ausselektiert wurde. Also Tiere, die besonders rot waren, wurden immer wieder weiter verpaart, bis dann irgendwann die Red Sakura dabei rausgekommen sind. Dann sind auch noch eben die typischen Red Reelys dabei rausgefallen und aus dem gleichen Komplex kommen auch noch die Blue Jelly. Einfach weil Jelly ist quasi doppeltes Really, also nicht nur in der Mitte, sondern auch noch vorne und hinten alles weg. Und dann das Bläuliche rausselektiert, komme ich auf Blue Jelly, also auch aus dem gleichen Komplex im Prinzip. Orange fragt man sich immer, gehört das jetzt dazu oder nicht? Ich war schon vorher der Meinung, das hat damit nicht so richtig viel zu tun, denn auch wenn wir andere Sachen mit Orange gekreuzt haben, dann sieht das verhältnismäßig anders aus. Also in diesem Fall würde ich jetzt von abraten, einfach nur zum Spaß, Red Fire mit Orange Really oder normalen Orange zu vergesellschaften. Es gibt ein Becken, wo ich eigentlich Red Sakuras drin habe, die aber nie selektiert wurden. Das ist vorne in der Verkaufsanlage drin, wo eben sehr viele Pflanzen sind. Das ist nicht so einfach zu selektieren. Und da haben die sich halt einfach so entwickelt. Und da sind auch, weiß nicht, ob durch Pflanzen oder jedenfalls nebenan ist ein Becken. Das ist quasi ein Becken, was durch eine Glasscheibe geteilt ist. Und direkt daneben ist ein Becken mit Orangen. Und auch da kam es schon mal zu Vermischung von eben Red Sakura und Orange. Und auch da waren das jetzt nicht irgendwelche wunderhübschen Tiere, die dabei rausgefallen sind, sondern tendenziell eben farbloser als die Eltern. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir in der Kreuzung nicht haben wollen. Und gerade wenn man eben ja, zum Spaß verschiedene Farbtöne im Aquarium halten möchte. Und dann meint, ich mische mal verschiedene Farbtöne aus. Ich habe ja die ganze bunte Farbpalette bei den Neocaridina, suche ich mir was zusammen. Ja, wenn das eben dann nicht so kompatibel ist, aus der gleichen Gruppe, sage ich jetzt mal, kommt, ja, dann ist es wahrscheinlich, dass die Nachkommen nicht so schön ausgefärbt sind wie die Elterntiere. Das ist eben genau bei Red Fire und Orange der Fall. Und das,
möchte ich einfach nur festhalten, vielleicht für euch, wir haben ja jetzt hier ein paar Bilder eingeblendet, dass ihr dann auch wisst, was euch erwartet, wenn man eben solche Tiere verkreuzt. So, bisschen Dokumentation, wir werden das früher oder später nochmal fortführen, jetzt natürlich absichtlich auch. Ich habe ja schon eine ganze Menge gekreuzt, mal absichtlich, mal nicht absichtlich. Jetzt, wie gesagt, ich glaube, es ist aber erst der zweite oder dritte, wo man nicht absichtlich solche eindeutigen Ergebnisse hat. Natürlich kommen die jetzt auch alle ins Mixbecken, diese Kreuze, weil es sind halt schon einige schöne Orange-Really irgendwie Typen dabei. Aber es sind halt relativ wenig Tiere, insofern fällt das nicht weiter auf, zumal wir generell, je nachdem wann ihr das seht, aber jetzt, wo ich es aufnehme, das Mixbecken ziemlich voll haben durch den Umzug. Insofern fällt das nicht auf, wenn da noch ein paar hellere Orange-Garnelen irgendwie mit drin sind. Genau, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Falls ihr mit dem Gedanken spielen solltet, da irgendwas wild zu kreuzen, würde ich mir das überlegen, ob ich jetzt Red Fire mit Orange unbedingt kreuzen wollen würde. Aber ja, könnt ihr gerne nochmal ausprobieren und dann auch die Erfahrungen hier in die Kommentare schreiben. Das würde mich doch sehr interessieren, wie das bei anderen aussieht. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.